Live im Fernsehen. Alle Medien jagen nach Neuigkeiten, scheinbar ohne Hemmungen. In Köln steigt der Zeitungsjournalist Udo Röbel gar zu den Gangstern ins Auto. Ich bin auch Journalist, ich war auch früher mal Reporter gewesen. Also irgendwo war für mich auch die Situation einmalig, sowas hatte ich noch nie erlebt. Und ich glaube, ich wäre auch ein schlechter Journalist, wenn ich da jetzt nicht geblieben wäre in der Situation, die wir alle nacheinander als falsch empfinden, um das immer wieder zu betonen. Udo Röbel wird zum Buhmann, stellvertretend für alle Medien. Die Polizei leitet gar ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein, das erst nach Jahren eingestellt wird. Aber schon vorher werden die Medien zum Sprachrohr der Gangster. In Bremen interviewt der Fernsehjournalist Günther Ollendorf einen der beiden Geiselnehmer. Ich denke schon, dass das auch ein Stück Beruf ist. Wenn sich solche Gelegenheit bietet, dann muss man dieses Interview auch machen. Drei lange Tage schafft die Polizei es nicht, diesen Berufsreflex zu unterdrücken. Selbst beim Zugriff auf der gesperrten A3 kann Fotoreporter Holger Arndt das Geschehen dokumentieren, aus nur 50 Metern Entfernung. Also in dem Moment, wo so etwas passiert, denken sie wahrscheinlich gar nicht nach. Sie sind also genug damit beschäftigt, ihre Ausrüstung in Ordnung zu halten, Blende, Zeit, Film zu wechseln, Objektiv zu wechseln. Sie haben gar keine Zeit, in dem Moment nachzudenken. Der Moment dauert 54 Stunden, fordert drei Todesopfer. Immer mit dabei Presse und Rundfunk. Für die Reporter eine permanente ethische Gratwanderung. Das wissen auch die Kritiker. Aus der Verantwortung soll der einzelne Journalist trotzdem nicht entlassen werden. Kann man unterschiedlich sehen. Und da sind streckenweise Dinge passiert, die waren dermaßen peinlich, dass ich mich weigern würde, mich auf eine Stufe stellen zu lassen mit verschiedenen Leuten. Ich spiele da an auf den einen Kollegen, der in Köln sich zu den Geiselnehmern ins Auto gesetzt hat und sie aus der Stadt gefahren hat. Das war damals ein großer persönlicher Fehler von mir. Und ich kann den in der Rückschau nur damit begründen, dass genauso wie für Polizei und Medien insgesamt auch für mich die Situation eine derartige neue Situation war, die uns vollkommen unvorbereitet getroffen hat. Er ist nicht der, der da im Fernsehen war. Auf keinen Fall. Robert ist nicht mein Bruder. Den hätten sie abknallen sollen, wirklich fortwörtlich abknallen hätten sie ihn sollen. So haben wir Dieter Degowski, Marion Löblich und Hans-Jürgen Rösner erlebt. In Gladbeck-Rentfort haben sie gelebt. Hier in der Gladbecker Sonderschule haben Rösner und Degowski als Kinder ihre verhängnisvolle Freundschaft begründet. Die Lehrer schafften es nicht, Dieter Degowski Lesen und Schreiben beizubringen. Hans-Jürgen Rösner war schon damals cleverer. In diesem Haus wohnte Hanusch, wie sie ihn nannten, wurde regelmäßig von seinem alkoholabhängigen Vater schwer geschlagen. Ich sag mir immer, so ist so gemacht worden. Jedes Kind wird geboren, da liegt es, machen wir was draus. Was ein Kind beigebracht wird und wie ein Kind erzogen wird. Deutliche Parallelen zu Degowski, dessen Vater ebenfalls sehr gewalttätig war. Ja, das soll ich doch anders machen. Das soll ich aber genauso dickfällig wird wie vorher. Warum soll ich mein Leben ändern? Ich habe nichts verbrochen, ich werde auch nichts verbrechen. 5 Jahre hatte Dieter Degowski vor der Tat in dieser Wohnung gelebt. 1,5 Zimmer für ihn und seinen 20 Jahre älteren Freund, zu dem er eine homosexuelle Beziehung hatte. Träumen von schnellen Autos und dem großen Geld, Leben von der Sozialhilfe. Hans-Jürgen Rösner versteckte sich fast 2 Jahre lang in der Wohnung seiner Freundin Marion Löblich. Nach Verbüßen von 11 seiner 13 Jahre Knast war er von einem Hafturlaub nicht mehr zurück ins Gefängnis gegangen. Marion Löblich sah in ihm nach 3 gescheiterten Ehen die Chance zu einem Neubeginn. Bilder von ihrem Hanusch aus der gemeinsamen Wohnung. Doch während Löblich 1994 nach 6 Jahren Haft wieder entlassen wurde, verbüßt Rösner in der Justizvollzugsanstalt Geldern eine lebenslange Freiheitsstrafe. Viel Zeit, um über die eigene Tat nachzudenken. Das Wort von Rücke nicht so hoch. Ich habe hier auf der Raststätte Siegburg mein Wort gegeben, dass ich in Frankfurt mit ihrer Freundin Ines freigelassen werde. Und ich komme über diese Sache einfach nicht hinweg.
Und ich habe da wirklich dran zu beißen. Er sieht also heute mehr zweigeteilt und damit realistischer, dass erstens nicht mehr derjenige war, der die Tat erbracht hat, zusammen mit seinen Tatgenossen, und dass dann die Polizei Fehler gemacht hat. Das ist so heute der Meinung. Dieter Degowski sitzt in der JVA Werl ein und versucht, sich langsam wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Er wird seinen Hauptschulabschluss im nächsten Jahr nachmachen können, wird danach eine Kochlehre anfangen und damit zum ersten Mal in die Lage versetzt sein, einen Schulabschluss zu haben und gleichzeitig auch eine Berufsausbildung. Das ist das erste aktive Ziel für ihn. Ziele, die für die Zeit nach der Entlassung gedacht sind. Bis dahin vergehen noch Jahre, in denen Degowski, wie auch Rösner, den Tod von Emanuele und Silke im Gefängnis verarbeiten müssen. Ich liege abends auf dem Bett öfter und denke, was aus mir heute geworden wäre, dass ich zum Beispiel verheiratet wäre, Kinder und glücklich wäre und so weiter und so fort. Und ich bin davon überzeugt, dass ich mein Leben lang verfolgen, dass Silke tot ist. Sind Sie da drauf auf dem Foto? Nein. Aber es gibt Fotos, da bin ich drauf. Ja. Das ist keine Ruhmestat. Es war so, dass diese beiden, wir hatten zwei Geiseln im Auto und ich sage jetzt gleich, eine Geisel ist bei einer Befreiungsaktion erschossen worden von einem der Täter. Die waren mit zwei Mädchen unterwegs, hat eine Bank überfallen und das war die Geschichte. Und ich hatte abends in den Tagen. Das ist das Geiseldrama von Gladbeck. Ist es, ne? Gladbecker Geiseldrama, ganz genau. Da sieht man den späteren Bildchefredakteur Udo Röbel, der ist dann mitgefahren. Kurzum, das war eine Pressekonferenzsituation und dort haben Leute Interviews gemacht, ich auch. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich meinen Sender angerufen habe und gesagt, bringt einen Redakteur ins Studio, ich werde das nicht live einspielen, hört euch das an. Dann habe ich aber auch ein Interview gemacht in dieses Auto rein und hinten saßen diese Geiseln da. Und ich habe gesehen, dass man auch auf Automatik laufen kann und komischerweise aufgewacht bin ich durch persönliche Angst, als nämlich Rösner rausfahren wollte, hat er mit der Knarre rumgefummelt und mir auch vor der Nase, da sieht man die Situation, das ist Degowski und Silke Bischoff. Und als er dann mit der Knarre raus und rumfummelte, bin ich weggegangen. Und aber der Anruf im Funkhaus zu sagen, hört euch das lieber nochmal an, das war vermutlich eine Ihrer klügsten Entscheidungen. Die klügste Entscheidung wäre gewesen, bei diesem Presseauftritt, das ist jetzt auch, hat nichts mit Boulevard zu tun. Ne? Da war von Tagesschau bis anderen, das war eine mobile Pressekonferenz mit Geisel und Knarre. Ja? Sowas gab es nie zuvor, das muss man sagen. Das gab es auch danach nicht mehr, Gott sei Dank. Die klügste Entscheidung wäre gewesen, da rauszugehen und es nicht zu tun. Es gehört zu den Dingen im Leben, wo man sagt, da habe ich als Journalist, so als Reporter fleißig gearbeitet. Es ist immer gut, dass ein Reporter was versucht ranzubringen, ein Redakteur entscheidet, was er tun soll. Und das hätte ich nicht tun sollen. Würden Sie es eigentlich nochmal machen wie letzte Woche? Ja, ist eine ernsthafte Frage. Ja, kann ich Ihnen bei Gelegenheit ernsthaft beantworten. Also wir hinterfragen jeden Tag in unserer Sendung, was wir für Fehler gemacht haben und sind sehr ehrlich zu uns selber. Also soweit kann ich das zumindest sagen. Und ich hätte niemals ein Problem damit, auch zu sagen, ich würde bestimmte Dinge anders machen. Ich